Ihr seid mal wieder mit Cheats unterwegs gewesen und wurdet gebannt. Das ist kein Problem. Schaut bei Ultimate Rap vorbei, dort bekommt ihr für einen guten und fairen Preis Minecraft-Accounts, mit denen ihr direkt wieder auf dem Server eurer Wahl spielen könnt. Und mit dem Rabattcode Afflet bekommt ihr 5% Rabatt auf euren Einkauf. Und ich hab mich schwach wie ne Bitches um mich herum. Ja, ich bounce durch die Nacht, ey, vielleicht bring ich schon vorn. Ja, ich komm nicht klar, baby, ich fahr wieder zu schnell. Und mittlerweile glaub ich, ich komm nicht mehr klar mit mir selbst. Ja, ich bring uns um die Welt. Ich würde auch gleich reingehen mit Sativa. Ja, lass jetzt rein, lass sie jetzt holen. Müsst es haben. So. Ja, die kommen jetzt durch, Achtung, hinten, die laufen zu uns durch. Ich mach mal jetzt mein Stuff. Ey, support. Ja, ich hab ihn, komm jetzt nicht mal. Den dann krieg ich auch. Hab beide das down. Stark. Matrix. Brauchst du auch schon wieder. Ben, du weißt, dass du fett bist, geh lieber laufen, Digga. Geh echt laufen. Jetzt hast du. Ey, denn der Beste hat nix. Keine Leiter hat nix. Bogen down. Nice. Starkes Ding. Mit ein Hit. Nein. Ey, Pyx. Haben wir einen Pyx oder? Achso, hier von hier ganz oben. Nice. Achtung. Jingle Bells. Was willst du jetzt eingenockt? Sollen wir rein? Nein, warte, hol die beiden. Kuliko genockt, warte, er fliegt nicht. Ja, zwei genockt, nur noch einer. Alle genockt, nur einer. Ja, Digga. Lass mich holen. Weiß mir jetzt. GG. Die Potten auch hier, oder was ist das? Hallo, David. Hab einen. Hast keinen, nein. Achso, doch, stark. Ich suche halt nicht mal, ne? Der hat's. Er hat's nicht, Digga, er muss doch erstmal suchen, Joshua. Du Dreck Q, Digga. Ja, du bist mit dem. Ja, ich werf jetzt. Lust, das ist nicht euer Scheiß ernst, Digga. Wieso macht ihr Stress? Wieso rennt ihr aus der Base, Digga? Der lebt noch. Ey, was? Ich wurde irgendwie gegrippt oder so. Der hat auch Stärke gehabt. Stark. Stark, David. Der andere ist auch noch Erste. Er spawnet. Hab ihn noch. Er hat Stärke. Beste One. Hab ihn down. Schön. Ich weiß nicht, wer Stärke. Jungs, einer wieder unten, ne? Achso. Ja, passt. Ich renn zurück. EP. Oh Gott. Verzweifelter Versuch. Ich wollte mich gar nicht erst suiciden, weil die 6er Elo und du eigentlich Stärke hast, Digga. Also suicidet man sich nicht, oder? Nein. Und Bett, David. Ja, was will er denn jetzt machen? Will er mich knocken und ins Bett holen, oder wie? Hm? Das ist der Cheater. Oh nein, ein Cheater. Moin. Oh nein. Ich komm jetzt mit Stärke hoch. Nein, in der Laufbahnstag. Natürlich. Nice. Warte, sind wir eigentlich beide nur eine Kunde dabei? Ja. Nice. Das ist also gut, dass wir keinen Bogen gemacht haben. Einer ist aber auch trotzdem noch auf eurem Baum, ne? Ah, der kann uns auch noch holen. Der hat sogar einen Bogen. Der hat einen Bogen. Oh, und er stompt nicht. Und euer Bett ist weg. Kannst es nicht. Bett ist gehänselt. Selbst wenn passiert. Ah, GG. Oder Cat. Kacke. Digga, kann man direkt rausziehen. Hat man direkt verloren, das Ding. Ah, gegen der muss ja gar nicht hier drin sein. Buddy joined your channel. Moin. Hä, hey, Digga, ich dachte gerade. Ich habe mit Joshua gerade geredet, David. Joshua möchte dich gerne in seinem Clan haben. Nee. Entschuldigung, Digga, ich wollte. Warum nicht? Dass ich keinen Sinn drin sehe. Ach, Bogen. Ja, drop ihm das Ding zu Bronze. Ich hab keins. David hat es gesteelt, Digga. Ich hab schon. Ja, ich hab zwei gedroppt. Ein Eisen fehlt, hallo? Wir war heavy. Ja, irgendwas eingesammelt. Ey, wer hat das Eisen? Andere vorne raus. Oh, ich hab's gedroppt. Da war zu schnell drin. Und Blöcke droppen. Mieze Katze. Mike. Aber ich seh doch, wenn du hinter mir bist. Ja, er ist genau hinter dir.
Was rein? Ja. Oh fuck, ja. Sorry. Wo rein, wo rein? Ich hab's fest. Geht. Ich hab schon Stick gekauft für der stimmt. Nur für den Clip, die geht am 600 Elo. Ich bin not in Sonnen. Schneid das einfach raus. Nee, das lass ich drin, sonst wär ich ein Verzerrer. Fett weg, 600 Elo. Fett mich doch, Jungs. Stark. Aber ist ja egal, Mike, das sind ja keine KIs, die da sitzen, das sind ja wirklich echte Menschen. Entsprechend, ne? Die hätten auch Gegenwehr leisten können. Das könnten Menschen sein, aber es könnten auch Freaks sein. Das ist eine neue Spezies. Ja. Aber also, KIs gibt's auch. Ich habe schon einen Videotitel. Mike entdeckt eine neue Spezies. Ja. Aber ich habe schon mal mit einer neuen Spezies, also mit einer anderen Spezies in Minecraft gespielt, mit einer KI sozusagen. Echt? Aber eine gibt es. Wenn ich das jetzt sage. Ich habe mir gerade auf WhatsApp geschrieben. Ja, genau diese KI. Die ist es. Man weiß ja nicht, wann der CV hier stattfindet, außer man schaut nach. Aber das wird, ne? Diese Person, die KI nicht tun. KI, KI, das ist KI. Nein, Dicke, ich bin scheiße. Ich mach den. Ja, ich bekomme den nicht. Aber eine KI zu sein, muss ja nicht mal schlimm sein. Finde ich. Nein, auf keinen Fall. Kann ja von Vorteil sein. Aber diese KI ist halt leider, ne, nicht gut programmiert worden. Katze. Ich bin echt gespannt, wie die Politik weitergeht. Was soll ich sagen? Hat einfach Lust. Wieso schließt man Fitnessstudio und alles, aber lässt Schulen offen? Warum? Warum? Ich nur eine Frage nicht. Jetzt. Warum darf man sich mit 10 Personen aus maximal 2 Haushalten treffen, wenn in der Schule 30 bis 100 Haushalte zusammenkommen? Genau. Allein ja, eben. In der Klasse, allein 20 Quadratmeter sind locker... Ja, 200 Haushalte. Das macht halt einfach keinen Sinn. Guck mal, pass auf, das wird jetzt wieder zwei Wochen so sein. Oder zwei Wochen wird es irgendwann, also dann werden die Corona-Fälle in Schulen anstehen, dann werden die Schulen wieder schließen. Ja, die Schulen schließen nicht. Der dumme. Kannst du dir vorstellen. Ich bin ja so krank dagegen, Digga. Der dumme Opfer. Ey, jetzt kannst du rushen, geht auch nicht auf. Ja, chill mal auf 3 AP. Nervt der jetzt. Na, ich hol mir den Clip. Botze. Hab kein Food. Ey, Dicker, nerv nicht! Das Gastronomie. Das Food. Jungs, wir führen hier gerade politische Debatte. Ich würde bitte gerne Ruhe haben. Das Gastronomien und Restaurants und Bars und so, das sind ja gefühlt die einzigen, die wirklich was dagegen getan haben, dass Corona. Ja, eben, die haben ja wirklich was dagegen getan. Die haben Abstände und so eingehalten, haben Tische alles gedingst. Die haben sogar Zettel gemacht, überall eingehalten, dass man sich hier näher, dass man sich eintragen muss und so. Und die werden jetzt dafür noch bestraft. Dass sich irgendwelche Idioten daran nicht halten können. Aber echt, Digga. Cool, Digga. Und solche werden noch dafür bestraft. Das finde ich wirklich lächerlich, Digga. Und auch so die Stammrestaurants, wo man mit seinen Kollegen essen geht und so, die sind alle wieder geschlossen jetzt. Klar. Ist einfach nervig, es nervt einfach, Digga, bin ich ehrlich. Oh mein Gott. Luxus ist das anders. Ey Jungs, der stackt sich da und das bockt mir gar nicht, weil ich hab nämlich keinen Bogen. Ach Digga, ey, das ist so ein Opfer, wirklich. Warum fucken die ab? Ist es nicht jetzt sogar verboten, sich mit dem Bogen hochzustacken? Keine Ahnung, Digga. Was ich überhaupt nicht verstehe, warum man Schulen, also allgemein so Online-Unterricht nicht von zu Hause machen kann. Also Unterricht von zu Hause. Ich nicht, ist das bei euch? Videokonferenz starten, Abfahrt, Digga. Wo ist das Problem? Bei uns haben wir das. Wenn der Videokonferenz möchte, schickt die Aufgaben, also der Lehrer, dann geht's ab. So. Weiß jetzt nicht, was das Problem ist. Wenn ich Fragen habe, kann ich mir trotzdem einen Lehrer wenden. Joshua hat wieder Admin auf dem TS hier, ne, David? Ja, da hab ich gar kein Problem mit. Weiß ja nicht, ob du da Probleme hattest, weil das irgendwie nicht mehr hatte. Hacken Saram hat ihm das wiedergegeben. Ah, ich bin noch nicht, warte. Ey, Digga, frag dich, ob du denn so, Baby, gar nicht fehlt. Wer ist Luis ATL? Warum bin ich schneller als du? Was machst du falsch? Nicht. Frag dich. Ich weiß nicht, warum bleib stehen irgendwie. Okay. Ja, aber selbst bevor du mich geschlagen hast, war ich trotzdem schneller als du. Wenn du mich nicht schlagen, ich war trotzdem schneller. Wir machen Dings Feedback-Konferenzen. Hier nicht, Rude. Ja, auch ein Bowling. Ach, Digga. Ey, er hat extra hinten, wollte er so fallen, ne? Wenn man sich dann weiß, ich den wollen in Niedersachsen jetzt in Niedersachsen Sperrstunde machen. Du kannst von 23 bis 6 Uhr kein Alkohol mehr kaufen.
Ich raff's auch nicht. Was bringen diese Sperrstunden in der Nacht, Digga? Was bringt's? Ist das Virus irgendwie schlimmer nachts oder so? So dumm ist alles. Ach, Digga. Das ist wirklich dumm.